So, weiter geht's mit einer neuen Mission. Mit Franklin, und da muss ich ans Telefon gehen. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Beobachte die Prostituierte. Okay, aber er hat mir einen Tipp gegeben. Dass darauf sollte man achten. Irgendwie die... Er beobachtet nämlich die Aktie heute, ne, Märkte von Fruit. So, und das bedeutet, wenn ich da jetzt investiere, dann könnte ich später da richtig Kohle machen. Das kostet eine. Eine kostet 696. Okay. Komm, wir investieren. Wir investieren so richtig. 10 Stück. Schaut's denn aus? Mit 10.000. Ach komm, mehr. Machen wir gleich mal 30 Stück. Gut. Das hat geklappt. Und dann müssen wir eine Prostituierte beobachten. Würde ich sagen, leihen wir uns wieder ein Auto aus. Du steigst aus. Jawohl, perfekt. Zum Regnen an. Jetzt habe ich zu langsam reagiert. Damn, that must be my girl. Muss ich auf ein Auto warten, was nur dahin fährt. Und da muss ich den Fahrer erledigen. Hoffentlich kommt der gleich. Ach. Super, was können wir dabei machen? Wir können dabei nicht speichern, kein Foto machen im Internet. Oh, vielleicht ist das das Auto. Das ist auch ein netter Schlitten, Cabriolet bei Regen. Aha.
Jetzt. Perfekt. Schalte die Zielperson aus. Schauen wir mal, ob ich den Wagen anhalten kann. Nein, kann ich nicht. Und hinterher. Oh, verlasse das Gebiet. Hey man, I'll wipe that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Mission erfüllt. 100%. Verdientes Geld 5000. Passt. Und dann schauen wir uns doch da mal die Aktienkurse an. Was mit denen hier so passiert. Oh, ich glaube, ich habe ein Problem. Hinten kommt der Zug. Zack. Fahren wir doch gleich wieder zu dem L. Dieses L, das sind super klasse Aufträge, wo man richtig viel Kohle mitmachen kann. Und dann schauen wir mal, dass wir uns noch ein paar neue Immobilien kaufen. Bin ja gespannt, wie die Aktien hochgehen. Ich hoffe, dass die nach oben gehen. Mal drauf schauen, vielleicht hat sich schon was getan. Und mit so Aktien kaufen sollte man dann, oder verkaufen sollte man auch nicht zu lange warten. Bring ich da drüber. Nein, jetzt werde ich noch getötet. Ach komm. Ach. Ja. Schlecht von mir. Schlecht. Jetzt sind meine ganzen 5000 wahrscheinlich wieder weg. Was hat mich das jetzt wieder gekostet? Ja, genau 5000. Super. Klasse. Oh, ich habe ein Problem. Oh, komm, gibt's mal halt dann ein Auto. Ich muss was besorgen. Gib mir dein Auto. Geh weg. Schnell zu P. Hat er das schnellste Auto ausgesucht. Vorne ist eine Polizei, da muss ich jetzt langsam machen. Ich muss mich aber auch beeilen, weil ich eigentlich... Jetzt habe ich die Polizei gesehen. Super. Ich muss dringend zu dem P.
schnell diese Aufgabe erledigen. Sonst wird das nie was. Schnell vor dem Bus rum. Jetzt wurde der Transporter geklaut. Hol den Transporter zurück. Daher, wie gesagt, ich habe mir wieder die beste Karre ausgesucht für den Job. Boah. Komm! Jetzt brauche ich ein Auto. Nein, jetzt brauche ich ein Auto! Nein, der ist schon über alle Berge. Oh no. Ach, schade. Naja, das scheint heute nicht mein Tag zu sein mit dem Gameplay. Dieses Drecksauto da nicht mehr hinbekommen habe. Ja, es tut mir leid. Komm, gib dem Auto einen Schubs. Stoppst du das, jetzt fällt es nicht runter. Oh. Wenn ich jetzt einsteige, dann falle ich wahrscheinlich runter. Let's go! Oh. Nee, oder? Jetzt hätte ich ihm hinterherfahren können. Ach, oh, Leute. Aber cool, wir sind hier auf dem Staudamm. Dahin geht. Oh, cool. Unten läuft irgendwas. Schauen wir mal, was es ist. Ein Hund. Kojoten. Okay, das ist irgendwie eine coole Gegend hier. Da hinten noch. Nix. Gut, dann fahren wir wieder zurück ins Tal. Start, you piece of crap. Sehr eleganter Ausstieg. Nur mich hat jetzt da was interessiert. Hier überall offen ist. Ob wir hier irgendwas Cooles finden. Da liegt was. Okay, das war eine Schutzweste. Ansonsten liegt hier nichts Besonderes rum, so wie es ausschaut.
Nichts, was wir einsammeln könnten. Hier geht's auch noch runter. Oh, hier geht's nur nach oben. Dann gehen wir doch erst nach oben. Vielleicht liegt da irgendwas. Vielleicht ein Papierschnipsel oder ein UFO-Teil. Da geht's auch nochmal nach oben. Das schaut ja fast nach einem Space Jumper aus hier. Von der Stelle. Cool. Ja, werden wir wann anders machen. Und runterrutschen. Zack. So, zack. So, liegt hier unten noch irgendwas? Kann man hier unten noch irgendwas machen? Oh, da kann man in den Staudamm reingehen. Schauen wir mal, was hier Interessantes gibt. Ob es überhaupt irgendwas Interessantes gibt. Na, das ist ein Medikit. Nehmen wir. Ansonsten. Ich höre doch ein UFO-Teil. Ich glaube, dass sich das nämlich genau so anhört. Dieses Wum, Wum. Aber nicht hier. Das heißt, Sprung ins Wasser. Und da hinten liegt was. Raumschiffteil, sag ich doch, dass ich das gehört habe. Cool. Oh, es gibt mir gleich die Luft aus. Yeah. Da geht's raus. Ah, nicht da lang. Okay. Sorry für dieses nicht so gute Gameplay dieses Mal. Meiner Meinung nach. Ich würde sagen, wir starten bei der nächsten Episode wieder von einer Mission. Wahrscheinlich laufe ich jetzt zum L. Und bis zum nächsten Mal. Servus.